haben sie ja nun nicht, die Truppen. Ja, es gibt immer kritische Stimmen. Ich lese in einigen Zeitungen, die ganze Mission ist zu stark, weil in Albanien ohnehin nichts los ist. Und in anderen Zeitungen lese ich, es ist zu schwach, weil Terroranschläge zu befürchten sind. Wir haben das Mandat der Vereinten Nationen, das die Vereinten Nationen ausgesprochen haben. Wir können es jetzt kurzfristig nicht ändern. Und wir werden mit vereinten Kräften die Europäische Union, die OSZE und die einzelnen Staaten, die an der Protection Force beteiligt sind, unser Bestes geben, zusammen mit den Albanern. Wir werden den Albanern natürlich immer wiederum klar signalisieren, wir sind hergekommen, weil wir gerufen wurden. Wir werden ihnen klar signalisieren, dass wir nicht ihre Probleme lösen können allein, sondern dass wir sie unterstützen zur Selbsthilfe und dass wir eine Wahlvorbereitung ebenfalls in unser Unterstützungsprogramm aufgenommen haben. Das ist eigentlich sehr umfangreich und mit dem werden wir uns jetzt die nächsten Tage beschäftigen. I'd like first of all to extend the most welcome to you, Albania.